So. Oh, yo, yo, yo. Gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, das Ganze. System from the other night. I know what you seek, but Medusa has it. Free the dwarf. He can help you. So, das nehme ich gerne mit. Lass auf jeden Fall nochmal für das leere Schwert sein. Ne, schade. Und Lebensenergie nehmen wir aber auch gerne. Oh shit! Oh Mann, wieso? Ach so, spielen wir also, okay. Oh cool, unsere neue Kumpel, habt ihr gesehen? Boah, die haut ja voll rein. Lame, lame. Bisher finde ich es relativ moderat mit dem Schwierigkeitsgrad eigentlich. Gefällt mir soweit. Aber ich denke mal, das wird noch anziehen ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Ein Tagebuch. Zweifel V. Rainer dem Analfab. Was? Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist, in der Burg voranzukommen. Was ist eine Horde hungriger Bessin auf den Fersen? Ne, uns ist eine Horde hungriger Bessin auf den Fersen, während uns ein dunkler Abgrund den Weg nach vorne versperrt. Und als wäre das nicht genug, besteht ein kleiner Mann darauf, dass wir ihn mit einer Art magischen Mechanismus überqueren. Er befindet sich in einer Art Käfig, und obwohl wir ihn deutlich hören können, ist es uns unmöglich, Bedeutung seiner Worte zu entschlüsseln. Wir hatten keine Wahl, wir mussten Lose ziehen, um zu bestimmen, wer die komische Maschine schließlich ausprobieren muss. Roland fiel als erstes, dann wurde Eric zermalmt. Frederick hatte es fast geschafft, doch dann wurde er übermutig und rutschte im letzten Moment aus. Warum können wir dem Feind nicht einfach ein Schwert in die Eingeweide rammen? Die Bruderschaft hätte bessere, ausgebildete Leute als uns schicken sollen. Ja. Oh Gott, dann kommt jetzt ein Rätsel, ey.
Okay. Okay. Zeig doch mal den kleinen Mann im Käfig. Medusa, where can I find her? I know where she is, Excellency! If I was squeezed in this prison, I could help you find her! Try any one of your tricks, and it'll be the last thing you'll ever do. You won't regret it, most gracious prince! Wer ist der Kleine? Ist komisch. Chupacabras. Es wurde immer angenommen, die Chupacabras seien eine Art blutsaugender Monster, bis spätere Forschungen ergaben, dass sie eigentlich schelmische Waldwesen sind, die mit den Besitztümern leichtgläubiger Reisender spielen. Doch auch die zweite Behauptung war nicht ganz richtig. In Wirklichkeit gibt es nicht mehrere Chupacabras. Es handelt sich um ein einzelnes unsterbliches Wesen, das einen Menschen, das seit Menschengedenk vollkommen frei auf Erden wandelt und überall für Verwirrung sorgt. Nur der Einfallsreichtum seiner Spieße und der Wert der Relikte, die er in seinen Rucksack trägt, sind seiner unglaublichen Weisheit ebenbürtig. In den letzten Jahren folgte er Dracula, der seine Witze so überdrüssig war, dass er ihn in das tiefste Verlies sperrte und ihm die Fortführung seiner in der Burg etablierten Geschäfte verweigerte. Verfluchtes Schnabeltier, lauf doch nicht mit meinem Büchern weg. Gib mir meine Sachen zurück, du großköpfiger Pavian, und komm bloß nicht wieder. Komisches kleines Wesen. Na gut, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt hier einen Weg suchen. Na gut, dann machen wir das doch mal. Oh Gott, die Kamera, Alter. Da. Okay. Ich trau dem Kleinen nicht, aber... Wir müssen ja irgendwas mit ihm machen. Schätze mal da lang, oder? Ich will mir erstmal das Ding da holen. Die Kamera, ey. Oh. Puh, die war im ersten Teil schon nicht der absolute Bringer. Oh, nice.
Das hat sich doch gelohnt, oder? Genau. Jetzt wieder von dem aus, würde ich sagen, genau. I don't know how to thank you enough. You gave me your word. Make sure you keep it. Of course. My prince, of course. Excellency, get out of my way. Whatever you say, my prince. With your permission, Majesty, I would like to reopen my humble shop here in the castle. For your own personal needs, of course. With your leave, sire, you can count on a most generous discount on all articles to sale. I hope to be of service to you, O great and powerful one. Knuffig, der Kleine. Oh, ein Verrückter auf freiem Fuß, ja. Das hatte ich mir auch daran gedacht. Ja, und das haben die dummen Menschen nicht geschafft, das Rätsel. Das habe ich doch sogar auf Anhieb geschafft. Was ist denn hier los? Okay. Was es direkt mal für einen Unterschied hat zwischen hellen und jetzt hier der dunklen Sache. Billig. Kleinen Scheiß Harpien, ey. Euch habe ich schon mit Kratos als Flugobjekt benutzt, also ich bitte euch.